Über mich sollte man wissen, dass ich sehr energiegeladen bin, mich nicht sehr gut geübt habe bisher in der Disziplin Geduld, aber das kann ja noch werden, dass ich an unsere Gesellschaften glaube und mich immer dafür einsetzen werde, dass eine Integration möglich ist und wir friedlich auf diesem Planeten zusammenleben könnten. Davon bin ich überzeugt. Ich komme aus Linz, da bin ich geboren, habe eine ungarische Mutter, die aus der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen, heute Rumänien, stammt. Daher ist mir das Gefühl der Minderheiten doppelt vertraut. Meine Mutter hatte einen Wiener Vater und ist 1944 mit dem letzten Transport aus Siebenbürgen, die Russen sind schon sehr nahe herangerückt, nach Österreich gebracht worden. Also sie war auf der Flucht. Hier angekommen war die Familie, wie so viele andere, auch auf sich gestellt und weiterhin auf der Flucht. Meine Mutter hat mir oft erzählt, wie unglaublich die Begegnungen mit den Menschen hier waren, noch während dem Krieg. Einerseits große Hilfe, großes Verständnis, in der größten Not das kleine bisschen geteilt. Auf der anderen Seite Menschen, die die Kinder, Jugendliche, Familien oder Mütter mit Kindern einfach weggeschickt haben. Wichtigste Stationen für mich waren sicher das Landestheater Linz, wo ich in der einzigen Ballettschule war und bei Anna Vaughan, meiner Ballettmeisterin, alles für meinen Beruf gelernt habe. Das wäre der zweite wichtige Ort, wo ich hingeraten bin, war Klausenburg, Cluj auf Rumänisch, Kolozsvár auf Ungarisch, die Heimatstadt meiner Mutter. Da war eine Großfamilie, die schon lange auf mich gewartet hat. Ich habe sie erst, als ich 10 Jahre alt war, kennengelernt. Und sie haben mir nicht nur die kulturellen Sehenswürdigkeiten gezeigt, sondern vor allem ein Denkmal. Ein Denkmal am Hauptplatz, wo ein Mensch im Jahre 1648 eine Art Vorstufe der Menschenrechte deklamiert hat. Das hat mich sehr beeindruckt und auch geprägt für mein Leben. Und ja, die dritte Station ist ein bisschen größer, nämlich Europa. Da war ich eigentlich immer zu Hause und ich bin sehr froh, hier zu Hause sein zu dürfen.